Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum dritten Uncharted 4 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich weiter mit Folge Nummer 3. Ich habe schon sehnsüchtig drauf gewartet. Ich habe euch gesagt, wenn die zweite Folge 15.000 Likes erreicht, werden wir Uncharted jeden zweiten Tag bringen. Und ihr habt einfach mal satte 25.000 Likes geknackt. Das ist einfach schon rekordverdächtig für diesen Kanal. Da kann man sehen, wie sehr ihr dieses Spiel feiert, wie oft ihr es sehen wollt. Und ich werde es jetzt durchziehen, jeden zweiten Tag eine Folge rauszubringen, die mindestens 20 bis 25 Minuten geht, Leute. Und ja, heute mal aus einer etwas anderen Position, denn ich werde heute mal mit Kopfhörern spielen, weil ich finde, die haben das Spiel irgendwie ein bisschen komisch vom Sound her aufgenommen. Ein paar haben geschrieben in der letzten Folge, dass es ein bisschen leise gewesen, obwohl ich den Pegel schon so hoch wie möglich gemacht habe. Ich hoffe, das wird diesmal besser sein. Ansonsten werde ich bei der übernächsten Folge einfach den Untertitel wieder einführen, damit ihr auch mitlesen könnt, damit ihr auch alles hört. Weil, wenn man das aufnimmt, der Sound ist irgendwie ganz komisch. Wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, könnt ihr es mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich gehe jetzt hier auf Audio, ich zeige euch das mal. Ich habe das so eingestellt, Gerät, Fernsehgerät, Kanäle, Auto, zentraler Kanal, Auto, deaktiviert, Dynamikumfang, eng, Controller deaktiviert, das braucht man nicht. Und hier der Winkel kann man auch einstellen hier, ob das so ist oder so. Da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was hier am besten ist. Also schreibt es mir in die Kommentare, wer davon Ahnung hat, dass es am lautesten wie möglich ist. Und ja, Freunde, wir haben das letzte Mal aufgehört, wo wir im Gefängnis gelandet sind. Ich habe jetzt mal gedacht, wir müssen einen Prison Break starten, also einen Gefängnisausbruch. Aber wir wurden da in den Knast quasi hineingeschmuggelt und sollten was finden. Und jetzt geht es weiter mit Episode Nummer 3, glaube ich, Kapitel Nummer 3. Oder wir sind jetzt hier im Hofgefängnis. Und das ist Gefängnis, liegt einfach in Panama, da wo Prison Break gedreht wurde, Alter. Auch wie bei Sona und so, einfach nur zu krass, Leute. Ey, ich bin so am Zittern. Jedes Mal, wenn ich Uncharted aufnehme, ich bin so nervös, weil ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Das Spiel ist meine Kindheit, aber das wisst ihr schon, Leute. Wir starten jetzt direkt. Weiter geht's. Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Ja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Und genau hier haben wir aufgehört, Freunde. Drake war im Turm, hat nichts gefunden und jetzt will er mit seinem Bruder reden, denn der hat die meiste Ahnung von diesem Avery, diesem Piraten. Und genau jetzt geht's weiter, Leute. Wir lassen uns überraschen. Okay. Wenn du mit dem geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Dieser Vargas, Mann, der Vogel. So gut wie ich. Fast so gut wie ich. Und dabei noch dieser Blick. Me puedo decir, suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Párate. Entschuldigt mich, Jungs. Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Ich hab schon Schlimmeres angesteckt. Komm. Hey, wo. Willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Ray finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Na, komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Ray, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Na, der will ja mal den Anteil haben, wie in der letzten Folge. Wisst ihr das noch, Leute? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ich komme gerade voll bei Prison Break, Leute. Ich schwöre es euch, Alter. Das ist echt heftig, die Atmosphäre. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße.
Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Wer ist der Typ? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay, einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen? Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ja, Vargas will bestimmt... Oh nein. Der hatte doch Schlägerei mit uns gehabt in der letzten Folge. Lass mich raten, mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Le dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. ¡Quino sale! Hey, weißt du was? Tú no te metas. Chill mal, ey. Oha. Scheiße, Alter, es geht los, Freunde, komm. Jetzt geht's wieder los. Nathan Drake hier total in Action, Alter. Mit Kopfhörern ein ganz anderes Feeling. Attack Team, Alter. Oh, jo, Alter, zack. In deine Beine. Kommt alle her, zack. Alter, wie der da draufschlägt, Leute. Boah, wie man hier einfach nur mittendrin ist, ey. Das ist so heftig, ey. Mit Kopfhörern ist das ein ganz anderes Feeling, Leute. Wow. Müssen wir ein bisschen wegrennen von denen, ey. Warte, jetzt kommt er von da und jetzt... Bam, Junge, in deine Fresse. Jetzt nehmen wir die einzeln auseinander, Leute. Zack, links, rechts, Kombi. Der liegt, der Nächste. Kommt her, von hinten. Bam, bam, in deine Fresse, zack. Wow. Alter, dieses Schlagen ist so realistisch gemacht worden, Leute. Das ist so krass gemacht worden. Boah, diese Umdrehung. Splash, in deine Fresse. Links, rechts, zack. Ausgenockt, Alter. Komm her, du auch. Bam. Wow. Das ist schön kassiert. Boah, jetzt kommt nur noch einer, noch einer. Bam, Junge, Tag Team, Alter, mit unserem Bruder. Und da ist der Typ, der uns, mit dem wir Schlägerei hatten. Genau, der ist es. Ey, wir brauchen Hilfe. Da ist unser Bruder, perfekt. Alter, da stehen schon wieder alle. Geil, Mann, wir boxen jetzt alle um, Alter. Endlich mal wieder ein bisschen Action bei Uncharted hier. Wow. Ja, das ist der Boss, Alter, der Boss von denen. Der hat's richtig drauf, Mann. Das ist der Vin Diesel aus dem Knast. Der Vin Diesel aus dem Knast, nur in dünn. Alter, Mann, wie oft er mir schon einen gegeben hat. Das lass mir doch nicht gefallen, Alter. Wow. Ey, das ist so ein krasser Kampf, Mann. Ich komme mir gerade vor wie in einem Actionfilm hier, Leute. Tut mir leid, wenn ich gerade so laut am Reden bin. Oh, ey. Nicht hier rein. Ey, wo ist unser Bruder? Wir brauchen Hilfe. Hallo? Ey, mein... Ach, du Scheiße, Alter. Zack, Junge. Alter, der überlebt das immer noch. Hey, lass los. Ey. Scheiße. Was machen wir jetzt, Leute? Ja, basta, der Blatt. Oha. Vargas, Alter, komm zur Stelle und hilf uns. Sauber, Alter, hau ihn um. Noch einen. Alguien más necesita que le recuerde cuáles las reglas. Aliense. Boah, war das knapp, Leute. ¿Qué es esto? ¿Eh? Ach. Dame. Ist das Schmuggelware? Vargas. Cállate. Für wen hältst du dich? Llevo su celda. Traje los gringos a mi oficina. Scheiße, jetzt hat er erwischt und gesehen, dass wir etwas gefunden haben in diesem Turm. Jetzt kommen wir da bestimmt nicht mehr so einfach raus und vielleicht gibt es wirklich den Gefängnisausbruch. Déjenos. Mit Kopfhörern, dieses Feeling ist ganz anders, Leute. Das ist wirklich viel heftiger. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh,
Ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay, du willst neu verhandeln? Schön, benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Oha. Ist der behindert? Eieieiei. Was macht der da? Das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Ach, Scheiße, wir müssen weg, wir müssen weg. Hört das zum Plan? Folgt mir. Ja, super, jetzt gibt's Prison Break. Los, aber los. In live, Leute. Jetzt gibt's Prison Break. Wir müssen weg, Alter, wir müssen weg. Prison Break, Leute. Ey, ich bin so glücklich gerade, Mann. Ich bin so glücklich. Eieieiei, da kommen die ganzen Gewärter und so. Eieieiei. Boah, Alter, dieses Feeling mit Kopfhörern. Ganz anders, Leute, ganz anders. Fenster. Mach auf. Komm, drück. Oh, die ballern schon auf uns. Das ist gar nicht gut. Spring. Ich frag mich nur, wer der dritte Typ ist. Wer ist das, der mit uns da mitgekommen ist? Spring. Eieiei. Wow. Alter, das ist ja so krass gemacht, Leute. Das ist so krass gemacht. Ey, Leute, das ist Uncharted, Mann. Das ist Uncharted. Das ist zu krank, ey. Eieiei. Ach, du Scheiße. Die treffen uns hier. Naja, komm, chill. Wow. Ey, Leute, das ist gerade so eine Spannung hier, Alter. Ich will hier ausbrechen aus dem Gefängnis. Was machen wir, Digga? Die Tür ist verschlossen. Komm. Hier geht's hoch. Alter. Zieh durch, Nathan, zieh durch. Super. Wo? Okay, komm, Räuberleiter. Komm, spring. Zack. 1, 2, 3, hoch. Hol die scheiß Leiter runter. Komm. Ey! Drängelt der sich vor uns, der Vogel, Alter? Wer ist das denn überhaupt, würde ich mal gerne wissen, Leute. Wer das ist? Aber das wird alles noch aufgeklärt. Wir finden noch heraus, wer das ist. Shit. Lauf. Spring. Ach du Scheiße, Leute. Nein. Eieieiei. Jetzt kommen die Wärter. Egal, komm. Wollt ihr es wissen? Oh, da kommt unser Bruder, der will uns helfen. Schön. Komm, wir Brüder machen das zusammen, Alter. Kommt her, ihr scheiß Gefängniswächter. Ihr habt eh nichts drauf. Zack, Junge, Alter. Komm her. Kopfnuss. Bam, in den Magen und dann nochmal ein Uppercut. Und er ist weg. Ich dachte, du vertraust ihm. Tu ich. Gewissermaßen. Ja, gewissermaßen. Okay, wir müssen das wegschieben. Schieb weg. Was für ein Vogel, Alter. Lässt uns hier alleine und haut einfach ab. Ey. Also das war echt ein bisschen dreist von ihm. Nicht, wenn wir schnell sind. Na los, nach dir. Okay, oh, jetzt geht's in die Kanalisation hier, ey. Eieiei, die ganze Hundekacke. Oh mein Gott. Sie sind überall. Oh, du Scheiße, Alter. Ja, ihr seid doch bescheuert, Alter. Ihr habt den Gefängnistypen umgelegt. Oh, Scheiße. Eieiei. Oh, schön gemacht. Okay, komm wieder, Räuberleiter. Boah, die Musik, Alter, wie dramatisch und so. Richtig geil. Räuberleiter. Okay, Eigner hat uns runtergeholt. Hoch. Boah, Junge, Prison Break hier, ey. Meine Güte. Wo lang? Ah, da lang. Und dann ist sie hoch. Komm. Ja, das ist doch zu krank, Leute. Das ist zu heftig, was hier abgeht, Mann. Mit der Musik und allem. Das ist so dramatisch. Ich hoffe, das ist auch zu hören im Let's Play. Das Spiel ist ein bisschen leise aufgenommen worden. Egal, das wird schon. Wow. Hoch.
Vielleicht werden wir getroffen und sind tot. Da ist die Freiheit, da ist der Dschungel. Oh, no, no, no. Hoch, 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 hoch. Fast getroffen. Komm, komm, spring. Spring, spring, spring. Eieiei, komm, komm, komm. Ach, du Scheiße, das ist das Ende. Sam, nein. Nein. Oh mein Gott. Festhalten! Festhalten! Sam! Nein, 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 nein. Die andere Hand! Sam! Sam! Nein! Sam! Wir müssen weiter. Nein, er ist noch da unten. Nein, er ist tot. Komm, das Boot ist auf der anderen Seite. Nein, ich kann nicht. Ich lasse sie nicht hier. Nate, dein Bruder ist tot. Komm mit mir oder geh zu ihm. Wie du willst. Scheiße, Alter. Sam. Ey, Scheiße, Alter. Unser Bruder. Ey. Ich hab grad Gänsehaut am ganzen Körper, Leute, Mann. Ey, die Gesichtsmimik und alles, wie die das gemacht haben, Mann. Okay, ich muss weiter. Hört mal diese Musik, Alter. Ach, du Scheiße! Alter, das war gerade wie 3D. Ey, Leute, Alter. Spiel des Jahres, Mann. Das kann ich jetzt schon sagen, ey. Boah. Ey, was war das für ein Intro, Mann? Guckt euch das an! Ey, ich komm drauf nicht klar, Mann. Ich komm drauf nicht klar, Leute. Ich hab Tränen im Auge, Mann. Leute, was ein Intro, ey. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das ist wie ein Film. Eldorado. Sully. Ey. Guckt euch meine Gänsehaut an, Leute. Shambhala, ey. Ey, mit Kopfhörern diese Musik zu hören, Alter, ey. Nein, Mann. Scheiße, Alter. Ich bin sprachlos, Leute. Was war das für ein Intro? Elena und Drake, ey. Teil 3 in der Wüste. Da ist der Ring gewesen. Das Ende von Teil 3. Wo sie sich verabschiedet haben. Ey, Leute, pure Gänsehaut, Alter. Pure Gänsehaut, Mann. Mehr kann ich nicht sagen. Ich kann einfach nicht mehr sagen. Was war das? 15 Jahre später. Okay. Ich höre irgendwas atmen. Okay. Und jetzt auf dem Grund. Okay. Laut Signal bist du bei den Koordinaten. Eine Spur von der Beute? Nein. Noch nicht. Bekommst du da oben Signale? Leider nicht. Okay, ich schwimm stromabwärts. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Alles klar. Ein Job in Malaysia, Part 3. Hey, deine Flasche ist nur noch zu einem Viertel voll. Willst du hochkommen? Nein, geht schon. Kann nicht mehr weit sein. Wenn du ihn nicht bald findest, war's das. Ich finde ihn. Okay. Haben wir unseren ersten Schatz gefunden? Okay, wir sind jetzt hier irgendwo unter Wasser, Leute. 15 Jahre später. Was geht hier ab, Alter? Ich weiß gar nicht, was wir suchen müssen. Wir müssen, glaube ich, einen Eingang, eine Höhle oder den Schatz suchen. Wir sind auf jeden Fall in Malaysia. Das ist nicht in Schottland oder wo die hin wollten. Unsere Flasche ist nur zu einem Viertel voll. Bisher habe ich nichts gefunden. Ja, Freunde, ich mache jetzt mal eine Abstimmung. Klickt auf den Abstimmungslink und stimmt ab, ob ich den Untertitel anmachen soll oder nicht. Viele sagen, es nimmt die Atmosphäre weg, aber man muss ihn ja auch einfach manchmal nicht mitlesen, sondern nur, wenn man was nicht versteht. Ich bin mir selber unsicher. Ihr könnt entscheiden. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall erstmal was suchen, ey. Ich weiß nur nicht was. Aber das gerade, Leute, das hat für mich gezeigt, dass das einfach das krasseste Spiel ist. Ey, dieses Intro war aufgebaut wie ein Film mit dieser Musik dann noch.
Ey, das ist zu krank gewesen, Leute. Also auf sowas komme ich nicht klar. Vor allem mit Kopfhörern das zu hören, ey. Ey, mir kamen die Tränen. Wer es gesehen hat, ich hatte Wasser im Auge, Mann. Ey, das ist zu heftig, Leute. Ich finde hier nichts, Mann. Ich finde hier nichts. Wir sehen uns einfach gleich wieder, Leute. Ich weiß da nicht, wo wir jetzt hier lang müssen. Schwimmen wir gerade hier im Kreis? Oder wo sind wir? Ich schwimme jetzt einfach mal hier geradeaus. Hier haben wir gerade diesen Schatz aufgehoben, ne? Wir versuchen jetzt einfach mal weiterzugehen. Wie krass das Wasser aussieht. Hinweis? Ne, Hinweis brauche ich nicht. Ich muss jetzt einfach, glaube ich, diesen Weg hier lang schwimmen, ne? 100%. Ja. In den Tiefen von Atlantis. In Malaysia. Geborgener Schätze. Machen wir uns auf den Weg, den verlorenen Schatz zu finden. Ein Wert von 400 Millionen wartet auf uns. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Hey, ich hab hier was. Was denn? Kein Rost, richtige Farbe. Vielleicht ist es an den Felsen zerschellt und... Hey, du Nuschel. Sorry, sieht aus wie ein Stück unseres Wracks. Muss in der Nähe sein. Du machst mich neugierig, Drake, aber sowas von. Ich weiß gar nicht, wer da jetzt redet und sowas, wann das jetzt abspielt. Egal, wir gucken einfach mal. Da ist er, ja. Ich hab ihn. Okay, wie sieht er aus? Mitgenommen, aber intakt. Was haben wir denn hier? Was ist denn das überhaupt? Okay, ich sehe die Fracht. Die meisten Kisten sind wohl noch da. Weißt du, wie viele? Dafür muss ich wohl reingehen. Warte kurz. Okay, wir müssen dann am besten reingehen. Da können wir rein, glaube ich. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Ey, diese Geräusche mit Kopfhörer, ne? Das ist wirklich ein anderes Feeling. Die Achsen sehen gut aus. Benutzen wir sie, um das Ding anzuheben. Klingt nach einem Plan. Okay. Auf jeden Fall, Leute, ich brauche unbedingt ein Gaming-Headset, Alter. Dann ist das noch krass. Ich habe jetzt gerade nur diese iPhone-Kopfhörer drin. Okay, dann mal los. Okay, komm. Drück, Nathan. Komm, alle Kraft, Junge. Zieh, Junge, du hast doch Kraft, Junge. Komm. Schön. So. Alter! Okay, bin drin. Das war gerade wie 3D. Außer der Großteil noch festgeschnallt. Was ist das hier überhaupt? Mal sehen, da sind 1, 2, 3. Nach meiner Rechnung fehlen uns 2 Kisten. Ich werde sie suchen. Warte. Komm lieber erst mal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssen in der Nähe sein. Ich schaff das. Ha, hab eine. Ja, und wie soll man die jetzt da rausholen, ey? Will er jetzt Metall verbiegen, oder was? Ah, das wird ein bisschen schwer, da können höchstens... Ja. Kiste steckt unter dem Anhänger fest. Hör zu. Sicher erstmal die andere Kiste, dann heben wir den Anhänger für dich an. Siehst du, deswegen bekommst du das große Geld. Ja. Die andere Kiste kann er... So weit kann die Kiste nicht weg sein. Genau. So weit kann sie nicht weg sein, Leute. Da wir hier direkt in der Nähe sind. Wir schauen einfach mal nach. Vielleicht ist sie ja hier außen rumgefallen. Da ist sie zumindest nicht. Das mit dem Fischen sah gerade echt aus wie 3D, ne? Jetzt gibt es ein schönes Unterwasserabenteuer. Aber hier, das wäre, glaube ich, viel zu weit weg, Leute, oder? Kiste ist wahrscheinlich näher beim Anhänger. Ja. Näher beim Anhänger. Also müsste das in diese Richtung sein. Das ist so eine heftige Grafik hier unter Wasser. Und auch wirklich eine wundervolle Atmosphäre hier, ey. Mann. Ja, wir schauen jetzt einfach mal hier. Hier könnte was sein. Ja, guck, da haben wir sie doch. Wir haben sie gefunden. Da ist sie. Ey, Nathan. Da ist sie. Hab die andere Kiste. Da war es nur noch eine. Sichere sie im Anhänger. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich. Okay. Müssen wir jetzt... Ach, das Ding wird langsam schwer. Ja. Denk dran. Das Einzige, was ich aus diesem Fluss bergen will, ist der Anhänger. Ja. Ja, wir tun das schon hierhin, keine Sorge. Stellen die am besten mal da vorne direkt ab, wo das... Da packt man die rein. Die Frage ist, was sind das für Kisten? Okay, eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Perfekt. Sollen wir jetzt raus? Ja, ich glaube, wir sollen das jetzt hier raus, ne? Das macht ja jetzt nicht viel Sinn, hier noch drin zu bleiben. Und nach unten. Dieser Sound gerade, ne? Manchmal muss man einfach die Fresse okay, halten. Okay, ist in Position. Häng den Anhänger dran. Und die wir heben ihn ein Stück an. Und die Musik genießen. Die Fresse halten und die Musik genießen, Leute. Ich schwöre es euch. Okay, hab das Seil. Ich versuche es, um eine der Achsen zu schlingen. Das sollte gehen. Yep. So, hier haben wir eine Achse.
Also wie machen wir das am besten? Einfach so umdrehen, würde ich sagen, oder? Oder sollen wir irgendwas drücken? Ah, Dreieck müssen wir drücken, okay? Okay, eins habe ich. Gut, achte auf deinen Sauerstoff. Das passt schon. Machen wir schon. Der Typ, der da redet, der ist aber nicht das, mit dem wir im Gefängnis gewesen sind. Das ist der nicht, ne? Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, ey. Das kann der nicht sein. So. Und jetzt festmachen. Perfekt. Und das zweite. Okay, Anhänger gesichert. Los geht's. Okay. Noch Platz. Wir heben ihn an. Jo. Der Sound von Nathan ist richtig leise, wenn er redet. Ich weiß nicht, ob das ist, weil er die Maske anhat oder weil das vom Spiel so ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, die wollen ihn jetzt anheben. Das heißt, wir sollen jetzt... Ich bin soweit. Und hoch damit. Okay. Reicht das? Ja, locker. Lass ihn nur nicht fallen. Wir werden sehen. Aber wir sollen jetzt die Kiste da holen, ne? Genau, die ist ja da unten versteckt gewesen. Okay, ich habe die andere Kiste. Ich mache sie mit den anderen fest. Okay, müssen wir jetzt eben nochmal ins Schiff rein. Die Kiste befestigen. Aber wenn man hoch will, dann muss man X antippen. Heilige, ich finde das schade, dass das nur ein Exklusivtitel für die PS4 ist, Alter. Auf der Xbox, die armen Leute, tun mir leid, die das Spiel verpassen, Alter. Beziehungsweise alle drei Teile. Weil das ist ein Spiel, was nicht zu ersetzen ist. Eine Spielreihe, die nicht zu ersetzen ist, Leute. Na los, komm schon. Perfekt. Geht doch. So, alles ist fest. Und wir können nach oben. Zack. Nochmal. Und jetzt sollte es fest sein. Oh. Oh, shit. Was geht denn jetzt hier ab? Nicht fallen lassen. Fertig, die Ladung ist komplett und erfasst. Ich hab noch Sauerstoff für 5 Minuten. Oh, Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Nate, konzentrieren. Okay, am Seil hängen? Ah, da sollen wir uns dranhängen, okay. Alles klar. Dann zieht er uns mit okay, hoch. Okay, ich bin bereit. Hol mich heraus. Wird gemacht. Da steht vor, es kommt so ein Riesenfisch, Alter. Oh mein Gott, ey, da hinten kommt, glaube ich, irgendwas. Ey, ey. Oder? Nee, Mann, aber ich hätte jetzt voll Paranoia gehabt, wenn da jetzt so ein Riesenfisch, so ein Hai oder so vor uns kommen würde. Oh. Oh. Was für eine Schönheit. Wie geht's dir? Oh, besser seit ich aus dem Fluss raus bin. Ich werde wohl eine Woche lang Fisch stecken. Okay. Grafik. Komm zu dir. Warte. Ich warte. Was geht so, Jungs? Was eine Grafik, Leute. Guckt euch das an, Mann. Bitte. Heftig, ey. Soundeffekte sind aber extrem laut, ne? Also wie gesagt, vor einer Abstimmung draufklicken und gucken wegen der Untertitel machen sollen oder nicht. Dreieck. Was machst du? Schön, dich wiederzusehen, Drake. Ja, ich freue mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitteschön. Danke. Der Tank ist echt leicht. Erleichtert dir nur die Arbeit, oder? So, Freunde, und hier werden wir pausieren. Hier wird es beim nächsten Mal weitergehen, Alter. War auf jeden Fall eine richtig heftige Folge, Mann. Dieser Prison Break, dann diese Intro-Musik, wo die das Spiel vorgestellt haben, wie in einem Film kam mir das vor. Das hat mich auch ein bisschen an Harry Potter erinnert, an der Gefangene von Azkaban. Dort war das auch so gewesen, das Intro mit dieser Karte des Herumschleichers. Wisst ihr das noch? Aber das Intro war zu krass. Ich hatte wirklich Tränen im Auge, Leute. Das ist einfach für mich das krasseste Spiel, Alter. Einfach nur abnormal, Mann. Ey, das macht mir so Spaß wie kein anderes Spiel, das zu Let's Playen, Alter. Leute, vergewaltigt wieder den Like-Button, Alter. Das wäre echt heftig, wenn wir jede Folge auf Uncharted mindestens 10.000 bis 15.000 Likes schaffen. Das würde mich unnormal freuen, auch als Feedback, damit ich weiß, wie euch das Spiel gefällt. Aber die Folge allein sollte heute schon wieder zeigen, was das Spiel für eine Grafik hat, was das für ein Potenzial hat, Alter. Mit der Musik, einfach alles ist in diesem Spiel für mich perfekt, Alter. Und ja, Leute, übermorgen geht's weiter mit der nächsten Folge. Die Folge ging jetzt auch wieder fast eine halbe Stunde hier. Und ich habe eigentlich gesagt 20 bis 25 Minuten, aber manchmal muss man einfach länger spielen. Und ja, übermorgen geht's weiter. Ich bin jetzt von Freitag bis Montag in München, also werde ich die Videos vorproduzieren. Und ich werde mir die Kommentare so gut wie nicht durchlesen, nur höchstens die Top-Comments nach einem Tag oder so. Aber sonst braucht ihr nichts in die Kommentare reinschreiben, ich werde mir die nicht durchlesen. Kann ich euch auch nur empfehlen, Leute, weil viele werden spoilern. Und das will ich auf keinen Fall. Klickt auf den Abstimmungslink drauf und macht
ob ihr den Untertitel haben wollt oder nicht, weil manchmal, ich habe das schon so laut wie möglich gemacht. Ich kann das Spiel leider nicht lauter machen, das ist leider das Ding. Und ein paar verstehen dann ein paar Wörter nicht, deshalb müssen wir einfach mal schauen. Und ja, Leute, lasst einen Daumen nach oben, damit wir selber 15.000 Likes freuen. Euer Uni ist raus, macht's gut, haut rein und ciao.